Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal um den Car-to-Car-Merch, aber nicht nur, wie ihr zum Beispiel die Designs und Settings von einem Fahrzeug auf ein anderes übertragen könnt, sondern wir werden auch so weit gehen, dass ich euch zeige, wie ihr spezielle Designs, die limitiert waren, auch auf andere Fahrzeuge wieder drauf bekommt. Und dazu braucht ihr auf jeden Fall diese Liste hier. Den Link dazu findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Ich werde euch diese Liste ganz kurz erklären und wie ihr diese anwenden könnt. Als erstes mal seht ihr natürlich alle Tarnungsnamen und noch inklusive der Livery ID und auf der rechten Seite findet ihr nochmal drei Spalten mit Z1, Z2 und den Limited Editions. Und wir werden uns heute nur um diese speziellen Editionen kümmern, denn das sind dann meistens die Designs, die man dann auch nicht einfach von A nach B transferieren kann, da man dort erstmal andere Designs auf das Spenderfahrzeug drauf machen muss, um dann halt im Endeffekt das richtige Endergebnis zu bekommen. Dafür habe ich mir heute mal den Komet S2 rausgesucht, da wollen wir heute mal das Space Ranger Design drauf bekommen. Funktioniert natürlich auch mit anderen Fahrzeugen. Ihr müsst halt nur schauen, ob diese Fahrzeuge das Ganze unterstützen und da kommt diese Liste zum Einsatz. Bei den Limited Editions seht ihr alle Fahrzeuge einmal aufgelistet, wo es Designs gibt, die es vielleicht so gar nicht mehr gibt oder nur zu speziellen Zeitpunkten freigeschaltet waren. Wenn wir jetzt mal weiter runtergehen, sehen wir hier ebenfalls noch in der Liste die ganzen Designs, wie die aussehen. Das ist auch alles richtig geordnet. Das heißt, wenn wir mal nach vorne schauen, haben wir jetzt auf der linken Seite die Totenköpfe und hier bei Livery ID sind jetzt hier auch die Totenköpfe angezeigt und das geht so Stück für Stück nach unten. Mal angenommen, ihr wollt jetzt genau das gleiche machen wie ich. Dann sucht jetzt hier Komet S2 raus aus der Liste, geht dann nach ganz unten, da haben wir nochmal eine etwas größere Tabelle und dort sucht jetzt den Komet S2 raus. Ihr seht, wir haben jetzt hier von Livery ID 11 bis zur Nummer 15 verschiedene Sachen, die ihr nutzen könnt und auf der rechten Seite seht ihr auch immer, wann diese hinzugefügt worden sind und bei der Space Ranger Design Tarnung wäre das jetzt der 27. Oktober 2021 das letzte Mal gewesen und seit dem gibt es das Ganze nicht mehr. Das heißt, ihr müsst jetzt schauen, was für eine Livery ID ihr auf das Spenderfahrzeug drauf machen müsst, damit im Endeffekt dann die Space Ranger Tarnung auch auf dem richtigen Fahrzeug drauf landet. Das Fahrzeug, was ihr dann am Ende einsetzt als Spenderfahrzeug, wird niemals verschwinden, sondern wird einfach wieder eingelagert in eine Garage. In dem Falle müssen wir jetzt bei Komet S2 die Livery ID Nummer 15 raussuchen, dann gehen wir wieder nach oben in die Tabelle, schauen jetzt hier auf die linke Seite und suchen jetzt hier die 15 raus und das wäre jetzt hier die Seeschlachttarnung und die müssen wir dann später auf das Spenderfahrzeug drauf machen. Soweit, so gut. Wenn ihr jetzt natürlich ein anderes Fahrzeug nehmt, dann müsst ihr jetzt hier wieder runterschauen. Ihr könnt wie gesagt euch da einfach mal durchprobieren. Wenn ihr das mit einem Flugzeug zum Beispiel machen wollt, zum Beispiel der V65, da werden auch noch gewisse Designs angeboten. Da müsst ihr ebenfalls aufpassen. Wenn ihr zum Beispiel das Totenkopf-Design haben wollt, müsst ihr jetzt hier Livery Nummer 11 aussuchen. Das heißt, wir schauen jetzt hier mal Nummer 11, hätten wir jetzt hier ebenfalls nochmal Seeschlacht. Da gibt es zwei verschiedene Muster und dann müsst ihr praktisch auf das Spenderfahrzeug die Livery ID Nummer 11 auftragen. Wenn ihr Glück habt, dann sind die auch schon richtig geordnet. Das heißt, ihr werdet dann bei den Designs bei 11 halt die Seeschlacht finden. Ansonsten sind hier etwas eure Englischkenntnisse gefragt, damit ihr das Richtige auswählt. Die Liste ist wie gesagt nochmal unten. Schaut euch das genau an und dann wechseln wir jetzt mal auf den praktischen Teil. Ich bin jetzt nochmal mit dem Komet S2 zum Los Santos Custom reingefahren. Ihr seht, das Design ist hier nicht vorhanden und wird wahrscheinlich auch nur zu speziellen Events freigeschaltet, wenn das überhaupt nochmal erscheint. Und wir müssen jetzt aber natürlich erstmal das Spenderfahrzeug vorbereiten mit dem entsprechenden Design. Hier ist es dann natürlich auch wichtig, dass ihr ein Fahrzeug auswählt, mit dem ihr dann später zum Los Santos Car-Meet reinfahren könnt. Es sollte also nichts Bewaffnetes sein. Hier habe ich in dem Falle halt die Patrioten-Limousine genommen. Ihr könnt mal schauen, es gibt auch noch andere Standardfahrzeuge, die Designs unterstützen. Ihr fordert das Fahrzeug an. In meinem Falle ist es so, ich habe das Fahrzeug erstmal über Giftcast to Friends an einem Freund weitergegeben, denn das Design, was jetzt hier natürlich drauf ist, müssen wir entfernen, um dann das zu bekommen, was wir für den Komet 2 benötigen. Und dann fahrt ihr einfach mit dem Spenderfahrzeug erstmal zum Los Santos Custom und hier gehen wir dann auf die Designs. Und es ist hier wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr euch nicht zu sehr auf die Nummern verlasst bei den Liveries, denn es kann auch sein, dass die um ein oder zwei Plätze verschoben sind. Bei mir war es jetzt ebenfalls das gleiche. Ich brauche jetzt hier nämlich die Nummer 15 und wenn wir dann mal beim Los Santos Custom schauen, was das ja eigentlich für eine Nummer ist, ist das natürlich schon mal eine Abweichung von ungefähr einem Platz. Hier haben wir das Ganze nämlich auf der Nummer 16 stehen und dann kauft jetzt einfach Seeschlacht digital auf das Fahrzeug drauf, dieses Design. Wir bekommen natürlich noch eine Speicherschnecke und dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug raus und begebt euch dann zum Los Santos Car Meet mit diesem Fahrzeug und ladet natürlich noch euren Freund gleich mit ein und beide Spieler müssen sich dann dort aufhalten. Die letzte Vorbereitung, die wir jetzt noch treffen müssen, ist, dass
der Komet S2 oder das Fahrzeug, wo jetzt die Designs übertragen wollt, in einer Garage drin steht, ob das jetzt Apartment ist oder zum Beispiel im Nachtclub, ist jetzt erstmal egal. Ihr könnt euch da auch gerne mal durchprobieren. Es können aber auch bei jedem unterschiedliche Resultate ab und zu rauskommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Ganze in einer Apartment-Garage noch gemacht, dass ich dort halt noch Elegies kostenlos reingekauft habe. Diese Fahrzeuge, die dann in der Garage drin stehen, werden nicht verschwinden. Die Garage muss einfach nur voll sein und das Fahrzeug, wo die Designs drauf sollen, sollte natürlich auch in der vollen Garage drin stehen. Ich hatte hier zweimal den Komet S2, einmal in der Apartment-Garage und einmal im Nachtclub. Wenn dann beide Spieler im LSK-Meet drin sind mit Fahrzeugen, steigen wir jetzt als Merger in unser Fahrzeug ein. Interaktionsmenü LSK-Meet. Wir starten jetzt das Sprintrennen. Dann bekommt der Freund, der ebenfalls mit dem LSK-Meet drin ist, noch eine Einladung zu diesem Sprintrennen. Der Freund steigt dann in sein eigenes Fahrzeug ein, geht anschließend auf das Handy, Jobliste, nimmt dann diesen Job mit an und bei beiden Spielern sollte dann unten rechts ein Timer erscheinen. Hier muss nur der Freund darauf achten, dass er dann ab 2 Sekunden zweimal die X-Taste drückt. Somit fährt der Freund praktisch auf die Teststrecke und nimmt nicht mit am Sprintrennen dran teil. Der Freund ist jetzt auf der Teststrecke und er hat immer wieder so einen hellen und dunklen Bildschirm. Wenn das funktioniert hat, dann sollten wir jetzt als Merger einen kompletten Blackscreen bekommen. Um dort wieder rauszukommen, könnt ihr diesem Bot hier einmal beitreten. Das ist ein AFK-Bot. Den gibt es für PlayStation 4 und PlayStation 5, aber leider nicht für Xbox. Dem treten wir bei und alle Meldungen, die jetzt kommen, könnt ihr einfach alle mit X durchspammen, dass ihr die alle annehmt. Wir erscheinen dann wieder draußen, sehen aber alles nicht so richtig und hier gehen wir dann ins Interaktionsmenü, gehen hier auf Selbstmord, machen Selbstmord und anschließend spawnen wir wieder neu und unser Fahrzeug wird natürlich mitgenommen. Achtet bitte darauf, dass das Fahrzeug auch so bei euch in der Nähe wieder steht. Wenn das dann erfolgt ist, geht auf die Karte, dann hier oben links solltet ihr ein Rennen finden und vielleicht, wenn ihr noch die Captures eingeschaltet habt, bei den Jobmarkierungen noch das Capture. Das startet ihr mit Viereck, müsst dann natürlich auch abwarten, bis ihr in den Job-Einstellungen drin seid, dass die auch alle geladen haben, sonst kommt ihr dann nämlich nicht raus. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr Jobs markieren könnt, schaut euch einfach mal das Video hier oben rechts an und wenn ihr dann aus diesem Job wieder rausgeht, dann solltet ihr auch wieder an der genau gleichen Stelle spawnen und das Fahrzeug wird uns hier auch angezeigt. Unsere Karte unten links ist nicht mehr vorhanden und jetzt fahrt ihr mit dem Spenderfahrzeug erst einmal zu der Garage, zu dem Apartment, wo ihr halt den Komet S2 drin habt und diese Garage muss wie gesagt auch voll sein. Ich habe mich hier für die Nachtclub-Garage entschieden. Es gibt einige Garagen, da wird das anscheinend nicht richtig abgespeichert. Hier ist das Ganze in der Untergeschossgarage B3 gewesen. Da fahrt ihr rein, Meldung voll erscheint, die nehmt ihr mit X an. Ihr müsst euch natürlich jetzt für ein Fahrzeug entscheiden, was jetzt hier drin steht, was ihr weiter verschieben wollt. Das Fahrzeug, was hier drin steht, wird nicht gelöscht. Ich habe jetzt einfach einen Scrimjet genommen, der wird jetzt auf den Platz weiter verschoben, wo jetzt praktisch diese Limousine her ist. Und damit wir das Ganze jetzt noch merchen können, müssen wir jetzt in das Fahrzeug einsteigen, was die Settings erhalten soll. Das heißt, ihr könnt das auch hintereinander wegmachen mit den ganzen Fahrzeugen, die dann bei euch in der Garage drin stehen. Dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug raus und jetzt kommt auch hier wieder eine Stelle, die ab und zu abweichend ist bei unterschiedlichen Spielern. Und zwar müssen wir uns jetzt hier wieder selber umbringen, da wir einen Timer haben. Beim Selbstmord könnt ihr euch jetzt hier als CEO registrieren. Ich kann das in diesem Falle nicht machen. Da gibt es aber noch einen anderen Trick. Ihr geht nochmal in das Interaktionsmenü. Ihr seht, unten könnt ihr Selbstmord machen. Habt ihr den Timer nicht, macht ihr einfach Selbstmord. Ansonsten empfehlenswert hier auch noch Sonderfahrzeuge Kosatka und fordert einfach den Sparrow an. Das geht auch. Hier habt ihr aber das Problem, der Rotor ist etwas hinten geschützt, in den ihr dann reinlaufen müsst. Deswegen müsst ihr dann einfach mal eine erhöhte Stelle euch raussuchen. Ich habe jetzt hier einfach den Trick angewendet, dass ich mir eine Treppe rausgesucht habe. Das funktioniert aber auch mit einer Leiter. Hauptsache, ihr wartet ab, bis die Rotorblätter halt eine volle Geschwindigkeit drauf haben. Dann schnell aus dem Heli aussteigen. Bin jetzt hier halt einfach die Treppe hochgelaufen, bin gestorben und dadurch, dass wir sterben, werden wir natürlich wieder in das Fahrzeug zurückgesetzt, in dem wir als letztes drin waren und das ist in dem Fall der Komet 2 und ihr seht, Space Ranger Design ist drauf, Felgen sind ebenfalls drauf, was aber nicht ganz übernommen wird, ist natürlich das Kennzeichen, beziehungsweise eher der Inhalt des Kennzeichens, das heißt, wenn ihr da irgendetwas Spezielles drin habt, dann wird das nicht mit übernommen, sondern nur Zahlen und Buchstaben stehen random drin. Dann fahrt ihr eigentlich wieder genau auf den Stellplatz zurück, wo ihr das Fahrzeug her habt, was jetzt aber bei mir passiert ist, es hat sich alles komplett zurückgesetzt. Sollte das bei euch auch passieren, ist das gar nicht schlimm,
ihr macht das gleiche einfach nochmal, ihr fahrt mit dem Fahrzeug raus, bringt euch draußen wieder um, dann passiert genau das gleiche. Ich zeige euch noch einen kleinen Workaround, falls das bei euch auch passieren soll, und zwar bei jeder Garage gibt es natürlich hier auch noch einen kleinen Trick. Um diesen Trick aber nutzen zu können, braucht ihr hier einen MOC. Im MOC muss kein spezielles Fahrzeug drin sein, ihr braucht einfach nur einen Lagerplatz für persönliche Fahrzeuge, damit ihr das dann da reinbringen könnt. Im Endeffekt kann es dazu auch manchmal kommen, dass ihr nirgendwo reinfahren könnt, um das Fahrzeug ordentlich abspeichern zu können. Deswegen gibt es jetzt hier diesen kleinen Trick, der führt aber dazu, dass ihr halt die Fahrzeuge nicht hintereinander wegmerchen könnt, sondern immer nur eins und dann halt erstmal wieder alle Steps wiederholen müsst, um dann halt das nächste machen zu können. Ob das jetzt nur bei diesen speziellen Designs ist oder allgemein, dass es nur bei mir so ist, kann ich nicht ganz genau sagen. Hier kommt nochmal der Freund zum Einsatz, der befindet sich ja immer noch im LSK-Meet. Der sollte jetzt unten links ebenfalls keine Minimap haben. Der geht ins Interaktionsmenü Fahrzeuge und hier persönliches Fahrzeug anfordern. Das sollte dann wieder im LSK-Meet landen. Er schaut dann einfach mal auf der Karte, wo das Fahrzeug sich befindet, steigt dann dort ein und sobald er einsteigt, kann er eigentlich zweimal die X-Taste drücken, damit er wieder auf die Teststrecke fährt, und nach ein paar Sekunden kommt dann noch ein Blackscreen. Was auch passieren kann, ist, dass er im Blackscreen hängen bleibt. Sollte das sein, dann muss der Freund ebenfalls nochmal den AFK-Bot beitreten, alle Meldungen mit X annehmen und dann sollte er auch wieder aus diesem Blackscreen rauskommen. Habt einfach ein bisschen Geduld, wartet mal 30 Sekunden ab bis eine Minute, wenn da nichts passiert, halt erst diesem Bot beitreten. Nun passiert folgendes, das Sprintrennen fängt einfach an zu starten und das nutzen wir jetzt hier einfach aus. Das Fahrzeug ist jetzt zum Glück schon fertig gemerged. Wir haben jetzt unten rechts einen Timer, beide Spieler fangen jetzt an natürlich das Rennen zu fahren. Wir können aber natürlich immer noch nicht in den MOC rein oder halt in andere Garagen. Deswegen sagt ihr dem Freund jetzt Bescheid, dass er einfach mal in den Creator reingeht oder einfach mal GTA Online verlässt oder eine neue Sitzung sucht. Dann ist das Sprintrennen nämlich vorbei. Wir bekommen am MOC einen blauen Kreis und den können wir jetzt nutzen, um das Fahrzeug endgültig abzuspeichern. Wenn der MOC voll ist, einfach Meldung annehmen. Das, was im MOC drin ist, wird jetzt weiter verrückt in den Nachtclub bzw. auf den Stellplatz, wo der Komet her ist. Wir bekommen unten eine Speicherschnecke und damit ist das Ganze fertig. Was natürlich noch empfehlenswert ist, fahrt mit dem Fahrzeug am besten nochmal zum Los Santos Custom, ändert noch ein paar Kleinigkeiten dran, damit ihr dann nochmal eine richtige Speicherschnecke zum zweiten Mal bekommt und dann ist das Ganze auch zu 100% abgespeichert. Das war's jetzt mit dem Video. Falls es noch Fragen oder Probleme gibt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kommt mit auf den Discord-Server, da gibt es Leute, die euch auch weiterhelfen können. Genauso wie wenn ihr traden wollt, findet ihr dort ebenfalls Spieler. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.